Hi ho meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem unfassbaren Topspiel. Manchester United trifft auf den FC Liverpool. Wir sind hier im Old Trafford, meinem persönlichen Lieblingsstadion der Premier League. Und da sind wir natürlich gespannt, was hier passieren wird. Wir sind natürlich an einem Sieg interessiert. Und natürlich spielt Ibe heute wieder von Anfang an. Der Junge ist Top-Torjäger momentan in der Liga. Durch diesen Hattrick hat er sich diesen Platz errungen. Und ja, vorne ist Van Persie und Keane, den kenne ich gar nicht. Victor Valdes ist nur auf der Bank, warum auch immer. Nani spielt auch nicht, warum auch immer. Aber gut. Und jetzt wollen wir hier natürlich einen Sieg. Der Junge hier, auf den kommt es an. Jordan Ibe, 20 Jahre alt, Top-Torjäger. Und das soll weiterhin so bleiben. John Ibe setzt sich hier schon wunderbar durch. Kommt hier an allen vorbei. Kein Elfmeter. Oh, und dann am Schuss wird er behindert. Schade. Eriksen ist dafür ins zentraloffensive Mittelfeld gerutscht. Dafür nimmt Coutinho heute auf der Bank Platz. Und wir werden sehen, ob Jordan Ibe auch gegen große Mannschaften, wie jetzt eben zum Beispiel Man United, seine Klasse beweisen kann. Er ist ja noch sehr jung, er ist 20 Jahre alt, hat nur einen Gesamtwert von 71. Das muss man auch mal beachten, der ist noch kein 80er oder sowas, wie Raheem Sterling, der ein 82er ist. Sondern eben nur ein 71er und verliert hier leider den Ball. Jordan Ibe. Ibe klingt besser als Ibe. Ah, schade. Und wir sind drum und dran, hier wirklich schon in Führung zu gehen. Wir haben momentan den besseren Weg nach vorne. Wobei das sich jetzt auch ändern kann mit Di Maria. Aber der verliert den Ball an Inje. Jordan fucking Ibe, der beste Mann bei uns in der Mannschaft. Der kam erst wieder von Leicester City, dem Abstiegsmannschaftsteam, was auch immer, zurück. Hat dort nicht regelmäßig gespielt, kam hier hin, hat eigentlich kaum gespielt. Nach dem Spiel im Pokal, im Community Shield, hat er 3 Tore vorgelegt in einem Spiel. Und seitdem habe ich ihm immer wieder Einsätze gegeben und die hat er erfolgreich bestritten. In 4 Spielen 4 Tore geschossen, da hat er in 2 Spielen immer einen Doppelpack geschossen. Und ja, seitdem kommt er hier regelmäßig zum Einsatz. Und jetzt gibt es erstmal eine gelbe Karte für Di Maria. Für dieses Foul, was wir gerade eben gesehen haben. Gelbe Karte auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich bin gespannt, wie wir hier uns schlagen können. Klein spielt und Lovren spielt auch, weil die so ein bisschen traurig sind, dass sie nicht öfter eingesetzt werden. Und Balotelli kommt da irgendwie noch an den Ball. Aber der Schuss war dann zu unplatziert. Wieso Lindegaard im Tor steht, verstehe ich nicht. Victor Valdes ist ein guter Torhüter. Auch wenn er schon etwas älter ist, wird er wohl qualitativ noch besser sein als Lindegaard. Aber naja. Verletzt scheint Valdes ja auch nicht zu sein. Aber ja. Dann halt nicht. Oh, Fellaini kriegt er den Ball gut auf Raphael. Jetzt Raphael, die Flanke kommt nicht ansatzweise durch. Gibt den Eckball. Das geführt von Moutinho, der im Linker und Denker im Spiel und der war gar nicht schlecht. Aber Sturridge ist zur Stelle. Sturridge auf der linken Seite, hat er jetzt Platz. Die Grätsche geht ins Leere. Auf Balotelli, aber das war nicht gut gelöst. Alaba aus dem Stand, wird abgefälscht. Oh, böse Grätsche gegen Keen, aber gibt gar nichts. Alberto Moreno versucht da Sturridge zu erreichen. Gelingt ihm leider nicht. Die Maria jetzt.
Jetzt kommt die Offensivmaschinerie von Manchester. Hier Luke Shaw, Fellaini wieder auf Luke Shaw. Der hat jetzt da viel Platz. Wieder Fellaini und dann Kraft kann den Ball nur abfälschen und Keane muss nur noch reinschieben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 14 Siege in Serie und dann jetzt hier eine Niederlage. Das wäre natürlich sehr bitter. Aber die Spiele gegen Man United sind immer spannend und immer mit vielen Toren versehen. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon bewiesen. Ja, sie grätschen viel, das nervt ein bisschen, diese ganze Grätscherei da. Foul von Klein, gibt wahrscheinlich eine gelbe Karte. Warum auch immer man hier gelb geben muss, ich verstehe es nicht. Der Schiri hat die Karten etwas arg locker, meiner Meinung nach. Na, gut gemacht von Balotelli. Zu weit, aber Moreno kriegt ihn noch. Sehr gut gemacht. Oh, und Fellaini hat da noch den Fuß dran. Ecke. Die kommt. Die ist nicht schlecht. Und der ist nicht schlecht. Und der Ball kommt. Tor! Tor! Was war das denn? Hä? Tollin-Technik sagt... Okay, aus dieser Position sehen wir das noch nicht, weil der Ball abgedeckt ist. Aber wenn das hier vielleicht mal ein bisschen weiterlaufen würde, könnte man das vielleicht sehen. Ne, sehen wir nicht. Sehen wir nicht, dass der Ball im Tor ist. Aber es zählt als Eigentor von Dali Blind. Okay, verstehe. Ja, man hat es nicht gesehen durch die Tollin-Technik, aber wir können ja mal gleich... Oder ne, wir gucken jetzt in die Wiederholung. Das will ich jetzt wissen. Wir gehen in der Zeit zurück, 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 zurück. So, hier haben wir das. Der Schuss. Moment mal. Blenden wir das so aus. Dann kommt hier der Schuss. Und der Ball kommt. Dann kam hier nochmal der Schuss von wem auch immer. Blind sitzt auf dem Ball drauf. So haben wir's, so sehen wir es gut. Und dann geht er. Hier ist er über der Linie. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Aber hier sehen wir, dass er eindeutig über der Linie ist. Ja, hier sehen wir es. Und dann ist er im Tor. Also zählt. Wollte ich nur nochmal geklärt haben. Oh, 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 oh! Da ist aber ordentlich Feuer hier im Spiel. Wieder eine Grätsche. Oh Mann. Spannend auf jeden Fall. Und sehr offenes Spiel. Wir bringen Sturridge mal runter, bringen Iago Aspas rein. Und Adam Lallana für Eriksen. Und Lamela für Balotelli. So. Jetzt wollen wir nochmal Tore sehen, aber vielleicht mal von unseren Spielern. Und keine Eigentore. Wanyama verliert den Ball im Aufbauspiel. Das ist natürlich ganz schlecht. Holt ihn sich aber wieder. Verliert ihn aber direkt wieder. Van Persie. Keane, der Torschütze zum 1-0. Fellaini. Und jetzt ist da Platz. Jetzt haben sie Platz. Van Persie kann flanken, macht das natürlich nicht. Van Persie verliert den Ball. Oh, Lamela, gut gemacht. Die Grätsche schon wieder. Mann.
scheiß Grätscherei die ganze Zeit. Luke Shaw. Gut rausgespielt. Jetzt Moutinho. Kann den Ball nicht mehr in die Mitte bringen. Und wieso das hier schon wieder Freistoß ist, verstehe ich auch nicht. Mann, was soll denn das? Ah. Aspas auf Eib. Da kommt er nicht vorbei an Rojo. Momentan ist es so die Phase der Red Devils. Jetzt Fellaini auf dem rechten Flügel, kann flanken, liegt aber lieber ab auf Shaw. Und er verliert den Ball. Jetzt kommt die Eib-Show hier. Aspas, Kopfball, Tor, 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 Tor. Goal. Mit der Nummer 16. Eric Lamela. Kopfball irgendwie da dran gekommen. Viertes Tor für ihn. Ach, endlich. Wichtiges Führungstor. Spiel gedreht. Jetzt bin ich gespannt, was Man United hier noch machen kann. Sie waren ja wirklich am Drücker und dann haben wir das einmal ausgenutzt, diesen vielen Raum, den sie dann in der Defensive bieten, durch dieses Offensivpressing. Und zack, war das Tor da. Sie kommen ja viel zu einfach durch. Die Maria jetzt steht im Abseits. Und verlässt jetzt auch den Platz für Powell, einem Youngster. Wanyama. Kommt er da vorbei? Er kommt vorbei. Wanyama. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Viel Platz auf dem Flügel für Iseka, den kenne ich gar nicht und der verliert hier auch den Ball. Aspas verliert den Ball. Ah, er holt den Ball und verliert ihn dann wieder. Oh, das war schlecht von Moreno. Da verschätzt er sich. Jetzt Powell. Spielt nochmal zurück auf Luke Shaw. Wieder Powell. Und dann Alberto Moreno. Kontermöglichkeit jetzt. Eric Lamela kann den Doppelpunkt klar machen. 5 bis 10 Minuten vor Schluss. Aber die Grätsche von Smalling wieder mal. Das saut einem alles. Lelena. Schade. Okay, sie wechseln nochmal aus. Luke Shaw geht runter. Johnny Evans kommt rein. Ein Außenverteidiger für einen Innenverteidiger. Nee, andersrum. Ein Innenverteidiger kommt für einen Außenverteidiger. So. Ob das jetzt wirklich was bringt und was das bringen soll, verstehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht wollen sie nochmal eben große Leute reinbringen, die dann das Ding reinköpfen. Wobei Evans jetzt hier den Freischuss schießt. Warum auch immer. Naja. Ich verstehe es nicht. Oh, Evans, kann er den noch erlaufen? Ja, den kriegt er noch. Und das ist gar nicht schlecht. Aber jetzt, hinten alles leer. Ah, schade.
Aber Aspas holt den Ball irgendwie. Doch nicht. Oh, schön gemacht. Lamela. Abseits. Schade. Gibt es nochmal die Möglichkeit für einen der beiden? Jetzt gibt es die Möglichkeit hier für Adam Lallana. Spiel nochmal runter. Und dann ist er bald drin. Iago Aspas 3-1. Das war's. Schön gemacht. Aspas komplett alleine. Lupft den Ball da sogar noch ins Tor. Er trifft auch mal wieder. Iago Aspas. Puh. Es war auf jeden Fall nicht der Tag des Jordan Ibe, wobei er hier am Ball ist und gefoult wurde. Aber gut. Aber Lallana. Immer noch Lallana. Alaba verliert den Ball. Das war's. Sieg 3-1 im Spitzenspiel hier gegen Man United. Und wir sehen uns dann in der nächsten Partie, beziehungsweise Transferphase steht dann an, aber nur 2 Tage, dann schon wieder das nächste Spiel. Das werde ich vielleicht simulieren, wenn es nicht so wichtig ist, und die Top-Spiele in der Transferphase dann ganz normal spielen. Wir sehen uns bis dann und ciao.